eToro präsentiert den Spieltagscheck. Moin und herzlich willkommen zum eToro Spieltagscheck vor dem Auswärtsspiel unserer Rothosen beim SV Sandhausen. Mein heutiger Studiogast kann im BWT-Stadion am Hartwald noch nicht mitwirken, nähert sich der Wettkampfform aber immer weiter an. Moin Moin, Stefan Ambrosius. Hi, schönen guten Tag. Grüß dich. Stefan, Stichwort Wettkampfform. Du kommst jetzt gerade vom Trainingsplatz. Erzähl doch mal, was kannst du jetzt aktuell schon wieder machen? Bist du voll im Teamtraining dabei oder noch teilintegriert? Nein, also ich mache jetzt wieder alles mit. Ich fühle mich auch sehr gut und hoffe, demnächst zur Mannschaft dazu zu stoßen. Das hoffen wir natürlich auch und schauen mal, was sich bei unserer Mannschaft, Stefan hat es gesagt, im Laufe dieser Woche so getan hat. Und das schauen wir in unserem Update unser HSV. Erfreuliche Nachrichten gab es in dieser Woche vom Trainingsplatz. Die verletzten Spieler um Joscha Wagnermann und Anzi Suhonen sind wieder fit und können zurück in den Kader kehren. Allerdings gibt es auch Grund zur Sorge. Moritz Heyer verletzte sich unter der Woche leicht in einer Einheit. Ein personelles Update dazu gab Cheftrainer Tim Walter auf der Pressekonferenz. Ja, wir sind glücklich, dass wir Joschi haben. Wir sind vor allem glücklich, dass er wieder bei vollen Kräften ist. Das ist für uns entscheidend und den Rest, da arbeiten wir hart dran, dass er in Dingen, die er sehr, sehr gut macht, noch besser wird. Und in Dingen, die er vielleicht noch etwas besser machen kann, dass wir daran auch arbeiten. Moritz hat im ersten Training ein bisschen aufs Knie bekommen, da hat er noch Probleme. Muss man jetzt schauen fürs Wochenende. Die anderen sind soweit eigentlich wiederhergestellt. Muss man nur schauen, dass man Vorsicht walten lässt. Aber da gibt es mit Sicherheit auch schon Gedanken, wie man das dann letztendlich macht. Aber grundsätzlich sind die auch einsatzbereit. Mit Sandhausen wartet ein Gegner aus der unteren Tabellenhälfte auf unsere Mannschaft. Unser Coach weiß dabei ganz genau, worauf es ankommt. Also wer schon mal da war, der weiß es genau. Und darum wissen wir auch, dass es schwer ist, da zu spielen, extrem schwer da ist zu spielen. Und darum machen wir uns keine Gedanken, dass wir den Gegner unterschätzen werden. Sondern das sind viele lange Bälle, das ist eine hitzige Stimmung. Ja, das ist viel Zweikampf und wir haben es bereits letzte Woche gezeigt, auch gegen Heidenheim, dass wir bereit sind, da drin zu sein, dass wir bereit sind, für das, was wir uns vornehmen, auch zu kämpfen und zu arbeiten. Und so wird es auch wieder am Wochenende sein. Es geht nur darum, alles zu investieren, hart zu arbeiten und trotzdem mutig zu sein und uns auch dafür zu belohnen. Allerdings guckt man sich die letzten 5 Spiele an. Dann hat Sandhausen in der Rückrunde 3 Spiele gewonnen und 1 unentschieden. Von daher, ich glaube, dass man sich freimachen muss davon, immer nur die Tabelle zu betrachten, sondern wir nehmen jeden Gegner ernst. Wir wissen genau, was der jeweilige Gegner kann, aber die haben auch eine gute Form, haben auch wenig Gegentore gekriegt in den letzten Spielen. Deswegen wissen wir genau, was auf uns zukommt. Und trotzdem, wie ich es bereits ansprach, fahren wir mit stolzer Brust und mit stolz geschwellter Brust dahin. Und wollen dieses Spiel auch gewinnen. Ja, Stefan, wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Du hast dir im April 2021 das Kreuzband gerissen, hast dich jetzt in der Reha wieder rangekämpft. Wie war es für dich, als du dann das erste Mal wieder mit den Kollegen auf dem Platz gestanden hast? Also zuallererst war das eine sehr anstrengende Zeit, wie ich schon öfters erwähnt habe. Und umso mehr freue ich mich wieder, bei der Mannschaft zu sein. Natürlich war es ein unglaubliches Gefühl, wenn man rausgeht und es heißt 11 gegen 11 oder einfach Spaß haben mit den Jungs, lachen. Und ja, also habe mich riesig gefreut und bin immer noch sehr, sehr glücklich, dass ich mit der Mannschaft trainiere. Du bist ja als Zweikampfmonster bekannt. Wie war es für dich, nach dem Wiedereinstieg dann auch ins Teamtraining so die ersten direkten Duelle zu bestreiten? Schwingt da der Respekt noch so ein bisschen mit oder gehst du direkt wieder voll zur Sache? Also Respekt würde ich nicht sagen. Natürlich weiß ich, am Anfang sollte man ein bisschen vorsichtiger sein, gerade mit dem Knie, weil man nicht genau weiß, auf welchem Stand man ist. Aber ich habe mir eigentlich nicht viel Kopf gemacht und bin in jeden Zweikampf reingegangen, genauso wie vor meiner Verletzung. So kennt man dich. Tim Walter hat zu Beginn der Woche in einer Medienrunde erzählt, dass er glaubt, dass du noch so circa 3 bis 4 Wochen im Teamtraining sein musst,
um dann auch wieder für den Spieltagskader in Frage zu kommen. Bist du da genauso geduldig wie der Coach oder scharst du so langsam wieder mit den Hufen? Natürlich bin ich sehr heiß, aber im Endeffekt ist er der Trainer und er stellt die Mannschaft auf. Und wenn er sagt, dass ich noch Zeit brauche, dann habe ich das zu respektieren. Und ja, so im Endeffekt läuft auch alles gut und ich bin glücklich darüber und fieber von zu Hause mit. Lass uns mal jetzt weg von dir persönlich zum Team insgesamt kommen. Die Saison läuft richtig gut, vor allem in den vergangenen Wochen. Und was immer wieder sehr auffällig ist, ist so die gute Stimmung innerhalb der Mannschaft. Du hast das jetzt ja auch viel aus der Außenperspektive, sage ich mal, beobachten müssen. Wie nimmst du so diesen Spirit innerhalb der Gruppe wahr? Ja, also das stimmt, dass wir uns alle sehr gut verstehen. Also ich denke auch, wir sind eine sehr junge Truppe, haben alle fast die gleichen Interessen und das macht es im Endeffekt auch aus. So. Und ja, wie gesagt, also sehr gute Stimmung und ich hoffe, dass es die nächsten Wochen noch weiter so geht. Auf deiner Position haben sich ja aktuell Sebastian Schonlau und Mario Vuškovic festgespielt. Du bist selbst auch Innenverteidiger. Beschreib doch vielleicht mal so ein bisschen, wie siehst du die beiden aktuell? Was machen die beiden gerade so stark? Also bei Bascho so halt seine Führungsqualitäten, gerade als Kapitän. Erste Saison beim HSV, man denkt gefühlt, dass er schon jahrelang hier ist, also macht das sehr überragend schon von Saison an, Saisonanfang. Und Mario hat sich gut reingekämpft, macht das auch sehr gut, zweikampfstark und geht auch natürlich voran. Und natürlich, beide sind sehr mutig beim Spielaufbau, so was uns als Mannschaft gerade auszeichnet. Und darum kann ich eigentlich nur Gutes über die sagen. Auch dank der beiden sind wir in der Tabelle wieder oben mit dabei. Allerdings auch noch andere Teams. Insgesamt kämpfen mal mindestens 6 Mannschaften um den Aufstieg in die Bundesliga. Was sagst du, was müssen wir jetzt im Saisonendspurt machen? Was müssen wir liefern, damit wir auch wirklich bis zum bitteren Ende oben dabei bleiben können? Also es gibt nicht viel zu sagen. Wir sollen einfach nur auf uns gucken und egal, was die anderen machen, bei uns bleiben. Denn wir haben die Qualität, wir sind nicht umsonst da oben. Und wenn wir, denke ich, unseren Job machen und nur auf uns gucken, dann wird sich das Ende der Saison auszeichnen. Das ist auf jeden Fall das richtige Mindset. Jetzt spielen wir am Sonnabend gegen den SV Sandhausen. Zuletzt hatten wir 3 Spitzenspiele, St. Pauli, Darmstadt, Heidenheim. Jetzt kommt auf einmal eine Mannschaft, die unten drin steht, die gegen den Abstieg kämpft. Was macht das mit dem Kopf? Muss man sich auf so ein Spiel neu einstellen oder geht man da genauso rein? Nein, eigentlich nicht. Man geht in jedes Spiel gleich rein, denn egal wo man auftritt, es gibt immer 3 Punkte und 3 Punkte sind 3 Punkte, egal wo du die holst und gegen wen die du holst. Egal, wo man auftritt, es geht immer um 3 Punkte, sagt Stefan Ambrosius, für uns in diesem Fall in Sandhausen. Und was sich bei den Baden-Württembergern in der vergangenen Zeit so getan hat, das schauen wir uns jetzt im Gegnercheck an. In guter Verfassung zeigt sich der SV Sandhausen in den vergangenen Spielen. Seit Anfang Dezember verlor der SVS nur eine Partie und holte insgesamt 12 seiner 24 Punkte in den letzten 7 Spielen. Im Kampf um den Klassenerhalt verschafften sie sich damit etwas Luft und sprangen zuletzt erstmals seit dem 13. Spieltag auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Gerade defensiv zeigen sich die Mannen aus dem Hartwald in letzter Zeit stark verbessert. Der Verbund um Keeper Patrick Dreves kassierte in den letzten 3 Spielen kein Gegentor. Allerdings ist die Defensive mit 39 Gegentreffern nach wie vor eine der schlechtesten der Liga. In der Offensive sticht ein Mann hervor. Pascal Testroth erzielte bislang 7 Saisontreffer und ist damit der beste Torjäger der Sandhäuser. Alois Schwarz übernahm den SVS dabei im September von Gerhard Kleppinger. Seine Mannschaft tut sich dabei auswärts deutlich leichter als am heimischen Hartwald. 5 der 6 Saisonsiege feierte der SV Sandhausen in der Fremde. Allerdings gelang im letzten Heimspiel gegen Erzgebirge Aue der erste Heimsieg dieser Saison. So. Das Interview war der angenehme Teil. Jetzt geht's für Stefan Ambrosius in die Crunch-Time. Regeln sind allgemein bekannt. In aller Kürze nochmal. 1 Minute hat Stefan gleich Zeit, wird den Ball hochhalten. Währenddessen gibt's von mir ein paar Fachfragen zu seiner Karriere, zum HSV, zur zweiten Bundesliga. Alles, was halt eben so interessant ist. Stefan, jeder Punkt zählt. 9 davon haben deine Abwehrkollegen geholt. Moritz Heyer und Mario Vuškovic. Das sind die beiden Führenden. Glaubst du, dass du die Spitze heute attackieren kannst oder hast du dir eher vorsichtigere Ziele gesetzt? Ich versuche mein Bestes. Sehr gut, das hört sich nach einem guten Mindset an. Also Stefan, dann würde ich sagen, mach dich gern bereit. Ich zähle runter von 3 und dann läuft die Uhr für dich. 3, 2, 1, los. Gegen welches Team hast du dein Profidebüt für den HSV gefeiert? Stuttgart. Richtig. Nenne 2 Trikotnummern, die du bisher bei den HSV-Profis getragen hast. 35, 46. Korrekt. Gegen wen hast du dein einziges Tor für die U21 in der Regionalliga geschossen? Richtig. Sandhausen steht aktuell auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Wahr oder falsch?
War. Richtig. Wer ist Top-Torschütze und Rekordnationalspieler von Ghana? Asamoah Gyan. Richtig. Wie sind die Vereinsfarben von Sandhausen? Schwarz-Weiß. Auch richtig. In welcher Liga spielt die erste Herren von Einigkeit Wilhelmsburg? Oh. Kreisliga. Richtig. Nenne einen HSV-Profi, der ebenfalls im Dezember Geburtstag hat. Kannst du auch weiter sagen? Joscha, warte nochmal. Richtig. Wer debütierte eher für die HSV-Profis, du oder Joscha? Joscha. Richtig. Wen schlug der HSV in der ersten Pokalrunde in dieser Saison? Ersten? Nürnberg, nein. Braunschweig. Wer war der Gegner bei deinem U21-Länderspieldebüt? So, das war natürlich ein ganz wilder Ritt. Wir haben die richtigen Antworten zusammengezählt. Stefan, 9 sind dabei herausgekommen. Du reißt dich also in die Riege der bärenstarken Abwehrspieler hier ein in der Crunch-Time. Ja, kannst du zufrieden sein, oder? Ja, natürlich. Hätte weniger erwartet, aber... aber nein, 9 passt schon. Bisschen ärgerlich, dass es dann an der DFB-Pokalfrage gescheitert ist. Wenn du da Braunschweig genannt hättest, alles gut. Du steigst ja erst bald wieder ein, dann hast du die Gegner auch wieder alle im Blick. Von daher, das passt schon. Genau. Vielen, vielen Dank, dass du heute am Start warst, unsere Fragen beantwortet hast, dich hier nach Crunchtime gestellt hast. Weiterhin alles Gute für dich, bleib vor allem gesund und dann let's go. Vielen Dank, danke schön. Danke dir, Stefan. Das war's also von dieser Stelle vom eToro Spieltagscheck. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und dann auch in der kommenden Woche wieder einschaltet, wenn wir uns mit unserem Heimspiel mit dem Nordderby gegen den SV Werder Bremen beschäftigen. Bis dahin, bleibt jetzt erstmal am Ball und denkt dran, nur der HSV.